Hallo! Rüber, bist du bereit? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Hallo du! Schön, dass du wieder auf unserer Entdeckungsreise mit dabei bist. Im letzten Video haben wir ja schon gesagt, was du für dieses Video brauchst. Und jetzt gucken wir, ob alles da ist. Wenn etwas fehlt, dann mach dieses Video kurz auf Pause und hol es schnell. Los geht's! Um heute mitmachen zu können, brauchst du etwas Goldenes. Rübert und ich haben uns so einen Stoff ausgesucht. Du kannst natürlich auch etwas anderes Goldenes nehmen, wie zum Beispiel ein Blatt Papier oder ein Kleidungsstück. Oder was du sonst zu Hause findest. Du brauchst etwas Schwarzes. Rübert und ich haben dafür einfach eine Kissenhülle genommen, die umgedreht ist. Du kannst auch ein Blatt Papier nehmen oder ein Tuch oder ein Kleidungsstück. Du brauchst etwas Kuscheliges. Rübert und ich haben dafür Wattepausche genommen. Du kannst auch etwas anderes Kuscheliges nehmen. Du brauchst etwas Grünes. Hubert und ich haben dafür eine Pflanze gefunden. Du kannst auch Blätter nehmen oder eben ein Blatt Papier, ein grünes oder was du sonst zu Hause findest. Du brauchst eine Schnur oder Wolle oder ein Stück Seil. Du brauchst zwei Figuren. Es können Puppen sein oder Rupert und ich haben hier so Spielfiguren gefunden. Und du brauchst vier Steine. Eins, zwei, drei und vier. Und mit diesen ganzen Sachen erzählen wir heute eine Geschichte. Los geht's! Diese Geschichte ist eine Mitmachgeschichte. Das heißt, ihr macht genau das, was ich auch mache. Diese Geschichte handelt von Jonathan. Sucht euch eines von den beiden Männchen aus, die ihr habt, und stellt die auf den Boden. Jonathan lebt in einem Schloss, denn er ist der Sohn des Königs. Jetzt braucht ihr das Goldene. Dieses Schloss ist sehr prachtvoll. Natürlich wird Jonathan von anderen bewundert. Sie malen sich aus, wie schön das sein muss, in diesem prachtvollen Haus des Königs leben zu dürfen. Manche sind aber auch ein wenig neidisch, denn Königskinder wären sie auch gern. Das muss schon etwas Besonderes sein, als Königssohn aufzuwachsen. Andere hingegen blicken sehr streng auf das Haus des Königs. Wer zur Familie des Königs gehört, meinen sie, der muss sich auch gut benehmen. Der darf nicht rumlaufen wie alle anderen. Der muss feine Kleider tragen, der darf nicht schreien oder toben, der muss immer brav sein, der darf nicht einfach mit anderen spielen, der muss immer zeigen, dass er der Bestimmer ist. Für Jonathan ist es nicht immer einfach. Manchmal findet er es unglaublich schön, der Sohn des Königs zu sein. Manchmal aber mag er es gar nicht. Jonathan lebt zwar in einem schönen Haus, aber in diesem Haus ist es oft viel zu still. Keine Leute kommen zu Besuch, und wenn doch andere da sind, dann sind das Gäste seines Vaters. Jonathan ist einsam. Jonathan hat keine Freunde. Jonathan ist immer wieder traurig. Eines Tages
geschieht etwas Besonderes. Ihr braucht jetzt das Grüne. Jonathan spazierte nämlich durch den Garten. Und als er so durch den Garten ging, da hörte er eine wunderschöne Musik. Ganz in seiner Nähe muss das sein. Hört ihr das auch? Was für ein Instrument ist das wohl? Eine Harfe. Ja, das muss eine Harfe sein. Dieses große Instrument mit den vielen Saiten, die gezupft werden. So ähnlich wie eine Gitarre, aber mit viel mehr Saiten. Doch, wer spielt hier denn im Königshaus eine Harfe? Das hat Jonathan noch nie gehört. Dann entdeckt er, aus welcher Ecke des Hauses die Musik kommt. Das ist doch das Zimmer seines Vaters, des Königs. Langsam nähert er sich der Musik. Ohne, dass sein Vater es merkt, späht er durch die Tür. Sein Vater mag es nämlich gar nicht, gestört zu werden, wenn er Gäste hat. Aber diese Musik hat Jonathan neugierig gemacht. Und tatsächlich, er sieht einen Jungen. Ganz versunken sitzt er da und spielt die Harfe. Sein Vater, der König, hat die Augen geschlossen und lauscht dieser wunderschönen Musik. Jetzt braucht ihr das andere Männchen oder die andere Puppe, die ihr euch ausgesucht habt. Der Harfenspieler scheint ähnlich alt zu sein wie Jonathan. Zugleich sieht er ganz anders aus. Seine Kleider sind sehr einfach, an einzelnen Stellen sogar etwas schmutzig. Sein Haar ist zerzaust und ungekämmt. Fast macht er einen etwas wilden Eindruck. So, als ob er sich viel draußen aufhält. Könnte das vielleicht ein Schafhirte sein, der da die Harfe spielt? Einen Schafhirten hat er noch nie hier im Haus seines Vaters gesehen. Jonathan schaut in das Gesicht des Harfenspielers. Es ist ein sehr freundliches Gesicht. Er mag dieses Gesicht sofort. Dann hört die Musik auf einmal auf. Jonathan zieht sich ganz schnell wieder zurück. Aber dieses Gesicht, das interessiert ihn. Diesen Jungen muss er unbedingt kennenlernen. Er versteckt sich in der Nähe. Dann kommt dieser fremde Junge aus dem Zimmer seines Vaters. Er geht über den Innenhof zum Ausgang. Und Jonathan verlässt sein Versteck. Er fragt: Wer bist du? Der fremde Junge lächelt Jonathan an. Ich bin David. David strahlt Jonathan an. Du wohnst hier? In diesem schönen Haus? Oh, das muss toll sein, hier zu leben. Nicht immer. Manchmal wünsche ich mir auch etwas anderes, antwortete Jonathan. Jetzt braucht ihr das Kuschelige. Liegt das um David herum? Ich bin oft bei meinen Schafen draußen, erzählt David. Dann befinde ich mich in einem großen Palast. Mein Dach ist der Himmel. Bäume und Büsche sind meine Wände. Die Felsen, meine Stühle und Tische. Die Früchte, die dort wachsen, mein Festessen. Dazu gibt es dann schöne Musik. David lacht. Naja, ich gebe zu, mit den Schafen kann ich nicht viel reden. Also muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Und die Harfe ist ein schönes Instrument. Deinem Vater, dem König, scheint die Musik auch zu gefallen. Mir gefällt sie auch, antwortet Jonathan.
Kannst du mir deinen Palast mal zeigen? Klar, komm mit, antwortete David. An diesem Tag sind David und Jonathan beste Freunde geworden. David und Jonathan sind fast unzertrennlich. Gemeinsam ziehen sie durch die Straßen und über die Felder. Jonathan begleitet David, wenn er die Schafe zu hüten hat. Und David ist immer wieder zu Gast am Tisch der Königsfamilie. Sie erzählen sich einfach alles, was sie erleben, was sie denken, was sie fühlen. Sie lachen miteinander und sie sind auch miteinander traurig. Beides gehört zu einer Freundschaft dazu. Jetzt braucht ihr die 4 Steine. Aber nicht allen gefällt das. Die Leute sagen, ein Königssohn und ein Schafhirte? Nein, das passt nicht zusammen. Die Leute sagen, der David, der soll sich nicht so aufspielen. Das ist ein Angeber. Die Leute sagen, ein Königshaus? Da riecht es nicht mehr nach Orangen, sondern, puh, es stinkt nach Schafen. Die Leute sagen, der König, der müsste das verbieten. Aber der ist ja ein Feigling. Der hat Angst vor David. So reden die Leute. Und Jonathans Vater, der König, hört auch davon. Auch er ärgert sich immer mehr über die Freundschaft der beiden. David soll nur ihm gehören. David soll nur für ihn Musik machen. Und Jonathan soll sich wie ein richtiger Königssohn benehmen. Was aber hat ein Königssohn bei den Schafen verloren? Ein Königssohn muss kämpfen können. Ein Königssohn muss stark und mutig sein. So schenkt der König dem Jonathan ein Schwert und einen Bogen. Und er sagt, ab jetzt sollst du dich nicht mehr mit David treffen. Jetzt braucht ihr das schwarze Tuch. Legt das über die Steine. Die beiden sind darüber sehr traurig. Sie wollen doch Freunde sein. Aber da sind Leute, die sind neidisch auf sie. Das sind Leute, die meinen, sie wüssten alles besser. Das sind Leute, die sind einfach gemein. Doch wisst ihr, gute Freunde, die gehen durch dick und dünn. So auch bei David und Jonathan. Die lassen sich nicht kleinkriegen von den anderen. Sie geben nicht auf. Sie treffen sich heimlich, immer wieder, in einer Höhle zum Beispiel, oder nachts, wenn die anderen schlafen. Und eines Tages schenkt Jonathan seinem Freund David sein Schwert und seinen Bogen. Jetzt braucht ihr das Seil oder die Schnur und legt das zwischen David und Jonathan. David und Jonathan sind Freunde und sie bleiben auch Freunde, auch wenn es um sie herum dunkel wird. Denn in ihren Herzen leben Liebe und Freundschaft und sie sind stärker als alles andere. Oh, das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Jonathan und David, die waren ja sehr gute Freunde. Ja, das stimmt, Rupert. Das war eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft. Was hat denn dir an der Geschichte am besten gefallen? Dass sie, auch wenn es schwierig war, immer noch befreundet waren. Auch wenn die Leute komisch über sie geredet haben. Oh ja,
Jonathan und David, die sind durch dick und dünn gegangen. Die haben immer zueinander gehalten. Haben die auch gestritten? Oh, bestimmt. In einer Freundschaft, da streitet man auch manchmal. Aber wichtig ist, sich danach wieder zu vertragen. Stimmt. Das sind gute Freunde. Gute Freunde halten immer zusammen. Gute Freunde, die helfen sich gegenseitig. Und gute Freunde, die sind füreinander da. Gute Freunde vertragen sich wieder. Ich wünsche mir auch so einen Freund. Aber du hast doch gute Freunde, Rübert. Ja, aber die sind nicht immer da. Und in den letzten Wochen durfte ich sie gar nicht sehen. Du wünschst dir also einen Freund, der immer da ist? Ja. Aber den hast du doch auch schon. Hä? Wen denn? Na, Gott. Du kannst ihn zwar nicht sehen, aber er ist immer da und begleitet dich. Und er möchte dein Freund sein. Aber kann ich mit dem auch spielen? Bestimmt. Aber weißt du, die Freundschaft zu Gott, die ist ein bisschen anders als die Freundschaft zu Menschen. Mit Kindern, da kann man toben. Mit Kindern kann man fangen oder verstecken spielen. Kinder kann man anfassen und sehen. Aber Gott, den kann man nicht anfassen. Und Gott kann man auch nicht sehen. Und trotzdem, er ist immer da und beschützt dich. Egal wann und wo. Er ist dein großer Beschützer. Und wie geht dann Freundschaft mit Gott? Mit dem Reden, also beten. Ach so, ja, das ist ja einfach. Genau. Und weißt du was, Rübert? Das machen wir jetzt. Für das Gebet dürft ihr euch gerne wieder auf den Boden setzen. Wir beten wieder mit der Dankesblume. Und ich habe ein Gebet geschrieben und Rübert hat auch ein Gebet geschrieben. Ihr dürft wieder eure Augen schließen, wenn ihr möchtet. Oder ihr lasst eure Augen auf und schaut auf den Bildschirm, was ich geschrieben habe und was Rübert gemalt hat. Rübert setzt sich nun auf meinen Schoß und wir beten jetzt. Lieber Gott, danke für all unsere Freunde, die wir haben. Lieber Gott, danke dafür, dass du unser Freund sein möchtest und auch ein sehr guter Freund bist. Amen. Wie schon im letzten Video gesagt, könnt ihr gerne eure Gebete an uns schicken. Das steht unten in der Beschreibung, wohin ihr das schicken könnt. Und wenn wir eure Gebete erhalten, dann beten wir sie auch mit der Dankesblume. Nun ist das Video vorbei und Rübert und ich verabschieden uns jetzt. Nicht, Rübert? Ja, leider ist das Video jetzt gerade zu Ende. Schade. Aber wir sehen uns ja nächste Woche. Genau, wir sehen uns nächste Woche. Wieder am Mittwoch kommt ein Video raus. Für dieses Video braucht ihr nichts vorher zu besorgen. Tschüss!